Yes. Boah. Richtig klischeehaft mit dem Rollkragenpulli. Welches Klischee? Sag mal, welches. Es gibt verschiedene Rollkragenpulli-Klischees. Der Kulturmensch. Ah, der Kulturmensch, ja. Nicht der Existenzialist. Das war ein Klischee. Meine Mutter hat immer gesagt, Narzissten. Ja, oder der Pantomime vielleicht auch. Oder der Bodybuilder. Das wäre gut für einen Podcast, ja. Wenn ich jetzt eine Pantomime da habe. Ja. Dann könnt ihr wenigstens so tun, als wäre da eine Scheibe. Watch eigentlich? Nein, ist okay. Okay. Ich habe gerade einen Test gemacht, tatsächlich. Wirklich? Mhm, also einen Schnelltest. Nonstop am Testen. Ja. Auch ab und zu Covid. Egal. Also, läuft alles? Läuft alles. Nice. Bam! Laurin Buser. Welcome! Welcome! Cheers! Cheers! Nochmal! Ja, unten! Kamera. Du musst unten, habe ich gelernt. Beim Getränk muss man unten anstoßen, damit es keine Covid-Übertragung gibt. Ah, shit. Ja. Aber eben. Hey, wie geht's? Puh, hey. Du, ich finde, es kommt jetzt wirklich darauf an, in welche Richtung die Frage gestellt ist. Ja. Yeah. In welche hast du sie denn gestellt? So einfach als Floskeln? Dann sage ich, ja, gut. Nein, schon nicht als Floskeln, sondern ernsthaft, wie geht's? Also, ja, ich sag mal so, es hat mich schon, das frühe Jahr, der Winter hat mich geschlucht, wenn ich ehrlich bin. So. Es hat mich so ein bisschen, es ist so ein Kampf gewesen, wo man nicht mehr gewusst hat, wohin führen. Also jetzt, so, ich weiß manchmal dann nicht ganz, ob es am Winter gelegen ist. Also einfach weil, keine Ahnung, Vitamin D-Mangel, Winter, weiß ich auch nicht. Oder ob es halt wirklich verstärkt ist durch die Situation, die wir haben. Vielleicht hat auch erst so, ist der Backlash passiert. So, dass man, wie ihr merkt, am Anfang ist es noch spannend, mal irgendwie eine Zeit haben, wo man nicht das macht, was man sonst immer macht. Wo man nicht den Kick hat vom Auftritt und sich da anders versuchen und so. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, dann ist irgendwann so die Energie weg gewesen. Und ich bin wirklich froh gewesen, wo so der Frühling angefangen hat. Und dann ist der April gekommen, der so ist wie jetzt. Nein. So ist wie immer. Ja, aber es ist, also heute geht es mir sehr gut. Das ist schon mal gut. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch, also zumindest bei mir ist es so gesehen, der erste Lockdown, da ist so etwas Definitives gesehen, mit wirklich einfach, man sieht niemand, man ist einfach daheim und dann sucht man sich den anderen Kick. Mhm. Und seit wieder mal alles kurzzeitig aufgegangen ist dann einfach alles so eine Zwischenwelt. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch so schwierig zum Handeln, also merke ich auch bei mir. Ja, es ist, die Leute gehen ja aus so ganz verschieden damit um. Also ich habe das Gefühl, so der Gap zwischen Menschen, die irgendwie einfach nur noch einen Fick geben und Menschen, die immer noch sehr vorsichtig sind, so, das ist wirklich so ein grosser Gap in der Gesellschaft, wo man auch so viele Missverständnisse erlebt, oder was heisst Missverständnis, einfach andere Ansichten, wo man dann ganz im realen Umgang bemerkt. Leute, die einem einfach so umarmen bei der Begrüßung. Mhm. Und die anderen denken sich so, Alter, sei mal ein bisschen lockerer und so. Weißt du, da prallen auch irgendwie Ansichten aufeinander, permanent, auch im Kleinen. Das ist, glaube ich, anstrengend. Es ist, weil es ist ja konstant Rekalibrieren für einen selber, für andere Menschen, eben auch im Umgang mit anderen Menschen. Eben darum empfinde ich es schon ein bisschen als Zwischenwelt. Und was ich von vielen gehört habe, ist die künstlerische Müdigkeit. Also das eine ist, wie es einem privat geht, wie man überhaupt mit der Situation umgeht, aber was mich beschäftigt und auch interessiert, ist effektiv, man erlebt ja viel weniger als sonst, also hast du auch viel weniger Input für kreativ. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Covid-Gags, ich weiß nicht. So, also ich meine, das ist ja auch krass, wie dort sogar in der allgemeinen Gesellschaft wahrscheinlich eine Müdigkeit über Corona-Gags rum ist. Wie muss es denn für einen Comedian sein? Hundertprozentig. Ja, also wenn irgendjemand niest und jemand anders sagt, ah, Corona, dann
dann suche ich eine Waffe. Ja. Ja. Aber sonst verstand ich es ein Stück weit, weil was mich eigentlich am Anfang eher gestört hat an Corona-Gags, ist, dass ich noch gedacht habe, das ist jetzt ein kurzes Ding und das wird einem nachher gar nicht groß beschäftigen. Aber da es jetzt wirklich einfach zum normalen Leben dazugehört, verstand ich auch, dass man das in irgendeiner Art und Weise implementiert in Gesprächen. Wie auch immer. Ich finde es auch nicht mehr so anstrengend wie früher noch. Weil irgendwie so, wo es losgegangen ist mit Corona, habe ich so gedacht, oh mein Gott. Monothematisch. Ja, wieso reden wir nur über das? Und jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, eben ist es eben differenzierter und logischerweise prallen manchmal Meinungen aufeinander. Aber ich kann es viel besser handeln jetzt. Ja, es gibt ja auch dort den grossen Unterschied, dass es ja auch die Leute gibt, die dann eben in eine Verweigerungshaltung gehen und irgendwie auch einfach gar nicht mehr darüber reden. Und das geht ja auch nicht. Ich meine, man kann nicht so tun, als wäre irgendwie alles wieder ganz normal. Punktuell also kannst du es machen. Punktuell, an meinem Geburtstag habe ich es gemacht und habe gesagt... Hast du so 50 Leute eingeladen, keine Party gemacht. Nein, die 5, die ich eingeladen habe, habe ich gesagt, wir reden nicht über das. Wenn man es macht, dann gibt es 50 Stutz in... wie habe ich es genannt? Comedians of Covid Relief Fund oder irgend so etwas. Und mein Vater ist zum Beispiel gekommen und gesagt, ich weiß gar nicht, über was wir werden reden heute. Ja. Aber 5 Minuten später ist es irgendwann wie normal geworden, dass du nicht darüber redest. Und es ist mega geil, weil auf einmal kommst du dann eben auf andere Themen, wo du vielleicht... Es ist ja eigentlich jetzt ein Smalltalk-Thema. Früher war das Wetter und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Ferien planen und so. Und jetzt ist Covid einfach auch ein Smalltalk-Thema. Ja. Und wenn du das dann bewusst mal weglässt, nicht die ganze Zeit logischerweise, aber mal so punktuell sagst, hey, die nächsten 4 Stunden jetzt einfach mal nicht, dann kann recht viel Geiles passieren. Und auf der anderen Seite, also da, ich gebe dir völlig recht, das sehe ich auch so, also es ist auch mega befreiend, die Momente, wo ein Gespräch passiert, wo nicht von Covid handelt. Yeah. Vielleicht wird es ja in diesem Podcast auch noch passieren zwischen uns. Es wird aber sicher noch passieren. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch wichtig, dass man eben dann auch mal über die emotionale Seite von Covid redet, auch zwischendurch. Dass man sich auch austauscht, weil es ist halt krass, wenn man nicht darüber redet, dann fühlt man sich dann eben doch auch ein bisschen allein. Und man hat das Gefühl so, bin ich irgendwie der Einzige, der das gerade auf diese Art beschäftigt und so. Und dann ist es schon auch wichtig, finde ich, gerade auch mit engen Freundinnen und Freunden, dass man sich dort auch mal austauscht und Erfahrungen teilt. So. Ja. Aber hey, aber du hast wahrscheinlich auch immer die gleiche Frage gekriegt. So, ich habe das sehr oft gehabt, dass Menschen einem fragen, ja und wie geht es dir? Und Auftritt, und dann merken sie es, es kann ja gar nicht sein, dass er jetzt auftritt. So, hast wahrscheinlich auch keine, oder? Ja. Das ist ja der Klassiker. Ja, es ist jetzt wirklich, also es ist lustig, ich habe jetzt noch 2 Veranstaltungen, die Anfang Mai sind, wo einfach die Veranstalter nicht absagen, weil sie der Meinung sind, sobald es wieder okay ist, spielen wir. Und das führt zu einer komischen, also ich würde eigentlich gerne umplanen, weil alle anderen Shows sind ja abgesagt. Eigentlich hat man ja eine Tour gehabt, eigentlich hat man viele Shows gehabt und jetzt bleiben so 2 übrig und man ist eigentlich halt auch vertraglich gebunden. Ist ja auch, also ich würde die Shows ja gerne spielen, aber es ist halt etwas anderes, wenn du einfach so aus dem Nichts keine einzige Show das ganze Jahr bisher gespielt und dann sollst du so die eine Show spielen, weil der Veranstalter sie halt nicht absagen will, wo man dann sich dann auch fragt, was ist der Grund? Aber weißt du, wie ich meine? Also das führt auch so, also man ist ja auch ein bisschen aus der Übung dann. Und dann so der einzelne Auftritt finde ich dann fast ein bisschen schwieriger mir vorzustellen, als wenn man so sagt, okay, irgendwann wird es dann wieder eine Tour geben oder irgendwas, oder mehrere Shows. Aber so, dass einmal plötzlich wieder spielen, ist so, stelle ich mir gerade ein bisschen komisch vor. Das habe ich aber früher schon immer schwierig gefunden, weißt du, weil normalerweise im Sommer, ich weiß nicht, wie viele Aussenshows die haben, aber im Sommer habe ich nie groß gespielt. Und dann hast du ab und zu mal irgendwie so ein einzelnes Ding, hey, wir machen irgendein Festival und ein oben machen wir Comedy und lalala. Und dann hast du auch so, weißt du, das sind so völlig ferne Planeten, weil du bist irgendwie, eben, auch du bist im Sommermodus und bist irgendwie eigentlich darauf eingestellt, ich habe jetzt nichts zu tun. Und dann hast du so einzelne und bist wirklich so, hä? Und ja, also ich kann jetzt nicht in Shorts auftreten. Also irgendwie ist ja komisch, aber eigentlich sollte man, weil es 35 Grad. Ja, damit es dir besser geht. Ja. So. Aber
es sieht dann einfach irgendwie so ein bisschen lampig aus. Und dann auf der anderen Seite, gerade im Stand-up, sehe ich so viel, wo es können. Mhm. Also wenn sie es wirklich mit der Überzeugung machen, dann ist ja auch wieder kein Problem. Aber vom Spielen her habe ich das Gefühl, so etwas wie Übung hilft. Ja. So etwas wie ein Rhythmus. Und in unserem Fall ist halt auch, also es geht jetzt um die Show, die ich mit der Fatima Mumuni mache, yeah. Gold. Das ist auch eine Show, wo sie rausgekommen ist, so mega aktuell gesehen ist, im Sinne von, sie hat ganz viele progressive Themen yeah. Auch besprochen. Wir haben über Rassismus geredet, über Antisemitismus in der Schweiz, über Sexismus und wir haben die Themen wirklich behandelt vor 2 Jahren. Mhm. Und ist immer noch sehr aktuell. Natürlich, yeah. Aber es ist viel basiert in diesen yeah. Debatten. Und wir haben das Programm auch geschrieben mit dem Wissen, wir machen das an Ort, wo ein Kleinkunstpublikum kommt, ein kulturinteressiertes Kleinkunstpublikum, yeah. Ein bisschen älterer Durchschnitt. So. Gleichzeitig haben wir auch gewisses, kommen auch unsere Leute, so, ein bisschen jüngere Leute. Es ist wieder Durchmischung, haben wir versucht, ein Programm zu machen, wo irgendwie dort funktioniert. Und weißt, das ist halt auch krass. Letztes Jahr war nicht nur Covid gesehen. BLM, Black yeah. Lives Matter, das ist gesehen, die Debatten sind weitergegangen. Und dann steht man plötzlich da mit einem Programm, wo kein einziger Covid-Gag drin hat. Mhm. Yes. Aber auch irgendwie so Gags drin hat wie «Wir begrüßen sich Schweizer». Yeah. Und es ist so, ja, der Gag ist jetzt gerade irgendwie so ein bisschen vorbei. Weißt, das ist halt auch krass. Es hat alles eine neue Bedeutung, also es bekommt halt auch schnell eine neue Bedeutung und Covid hat das mega beschleunigt, aber auch in anderen Debatten ist mhm. viel gegangen, wo man sich dann halt vorgestellt, wie wenn wir die Show jetzt performen, mhm. müssen wir punktuell umschreiben und wir werden nicht drum herumkommen, wenn wir die Show weiterspielen yeah. so, es war irgendwie für uns vor allem komisch, einfach so zu tun, als wären die Debatten auch in der breiten Öffentlichkeit nicht weitergegangen. Ja. Yeah. Ja, und das ist dann natürlich auch speziell, wenn du eben so einzelne Shows irgendwann noch eingeplant hast, schreibst du es für das dann um und danach machst du irgendwie 5 Monate Pause. Nein, das kannst du... Also und dann musst du es nochmal umschreiben. Ja. Es ist recht intensiv. Ja, wir hatten eigentlich sowieso eine neue Show geplant für in diesem Jahr. Ja. Also wir wären eigentlich schon mit einer neuen Show rausgekommen und wir haben es dann wie um ein halbes Jahr verschoben. Nochmal ein halbes Jahr verschoben. Und Anfang Jahr haben wir dann wirklich gefunden, hey, die Situation ist so unsicher, lass uns einfach mal wirklich anders Zeug planen als eine neue Live-Show für kleine Theater, wo schlechte Lüftungssysteme haben. Und darum haben wir jetzt eine Show für riesige Theater ja. geschrieben mit super lüftigen. Nein, aber jetzt ist halt so der Klassiker. Jetzt sollte man halt wirklich überlegen, eher, keine Ahnung, Poetry Clips. Musik passiert mehr, das ist, es hat auch neue Türen geöffnet, also wenn man mehr Zeit hat für andere Sachen, nicht, yeah. dass ich die Sachen vorher nicht gern gemacht habe, aber es hat auch eine Chance, oder wie soll ich sagen, das Jahr hat einem einen Kick gegeben, auch andere Sachen einfach mal ausprobieren. Yeah. Und das ist so das Positive, was ich auch immer wieder verspüre, es ist so, ey, normalerweise, rennst du die ganze Zeit um, fährst überall hin, also, das geht dir ja nicht an. Das ist so, man ist viel unterwegs gesehen. Ja, ich habe bei dir außer Wahrnehmung natürlich schon das Gefühl, dass du, ich habe das Gefühl gehabt, du hast eigentlich schon immer alles Mögliche gemacht. Aha. Aber das nimmt mich wunder, wie du das in deinem Kopf hast können segmentieren und ordnen, mhm. weil ich bin recht projektbezogen. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, folgt mir nicht, falls ich jetzt mal würde sagen, ich mache einen Song, mhm. dann wäre ich balls deep nur mit dem beschäftigt mhm. und könnte nicht mehr überlegen, hey, wie mache ich noch meine Show nächsten Samstag und Podcast. Und bei dir habe ich immer das Gefühl gehabt, es passiert so viel gleichzeitig Slam, aber auch Musik, zum Teil hast du noch Schauspielauftrag gehabt. Ja. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wie kannst du das überhaupt ordnen in deinem Kopf? Ja, also das stimmt, das hat sich auch nicht verändert. So. Yeah. Das Einzige, was ich meine, ist aber wirklich so die Live-Show, die yeah. halt nicht ist. Und die Live-Show ist eben etwas, wo man halt nicht mehr hat müssen hingehen. Ich yeah. habe schlussendlich so mein Geld dann verdient, nämlich dort hin bin. Und ja. Das ist mein Lohn, ich muss dort hingehen. Mhm. Und dadurch, dass das jetzt wie weggeht, ist,
hat man wieder Fokus dann auf die anderen Projekte mehr können setzen. Yeah. Und das hat im Kopf dann bei mir schon auch etwas freigesetzt, und ich gemerkt habe, ja, das ist eigentlich noch gut, weil ich kann mich viel mehr in die anderen Sachen auch mal rein vertiefen. Und ja, und das andere, dass ich verschiedene Sachen gleichzeitig, oder was heisst gleichzeitig, ich arbeite schon auch projektbezogen, yeah, aber dass ich verschiedene Sachen in ganz verschiedene Richtungen mache, das ist so ein bisschen mein Ideal, merke ich immer mehr. So. Ich habe immer wieder ausbestreben, auch rein so, weißt du, karrieremässig, so, ich müsste doch viel mehr ganz klar auf eine Sache setzen, weil dann, das ist so, das funktioniert besser, oder? Weil die Leute können dich dann klarer einordnen, und das ist dann das, was du machst. Und ich habe einfach gemerkt, ey, ganz ehrlich, das ist mein Leben. Ja. Und mir wird einfach langweilig, wenn ich, wenn ich nicht so verschiedenste Sachen kann ausleben kann. Verschiedenste Seiten auch ausleben. Ich sage nicht, dass die Leute, die mit einer Sache gross in der Öffentlichkeit sind, dass die nicht, natürlich machen die auch verschiedene Sachen. Aber irgendwie, für mich ist es wie keine Option gewesen, so zu sagen, das ist so die eine Sache, die ich hauptsächlich will, für wahrgenommen werden. Ja, und es gibt ja wahrscheinlich eben einen künstlerischen Ausgleich, dass wenn irgendwie du merkst, frag mich nicht, jetzt langsam kützelt es mich in dieser Ecke, dann kannst du dann wirklich nachgehen. Und andere, weil sie eben sich extrem auf etwas konzentrieren, für die wäre es dann viel grösserer Aufwand, aus dem auszubrechen und irgendwie, eben, frag mich nicht, einfach mal schnell in die Musik zu wechseln. Ja, einfach mal schnell. Ja, nein, es ist natürlich, es sind natürlich schon auch alles Langzeitleidenschaften, wo ich verfolge. Aber ich sage nicht, dass du das gemacht hast. Also es ist, ja, es ist halt so, dass ich auch immer in meiner Show auch immer alles gemacht habe. Also ich habe mir auch die Freiheit rausgenommen, mein Publikum auch durchaus amigs zu überfordern, weil ich dann irgendwelche Rap-Songs gemacht habe, wo ich gewusst habe, so, also eigentlich ist das wirklich nicht das Publikum für diesen Song. Aber mein Gott, so, ich muss da ja 2 Stunden auf der Bühne sein, kann ich zwischendurch auch mal einen Song machen, wo irgendwie einfach mein Sound ist und wo eigentlich in einer Bubble funktioniert, wo ein Genre, wo heisst Deutschrap. Wo so, ja, da gibt es halt schon viele Leute, die damit eigentlich nichts anfangen können, die dann im Publikum hocken. So. Yeah. Aber das ist dann das, was man halt einfach in Kauf nimmt. Vielleicht, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass man dann, keine Ahnung, in gewissen Orten in der Schweiz dann auch halt nach wie vor nur 30 Nasen kommen. Hey, 30 nehmen viel, so ist es nicht. Ja, 30 nehmen wir mal. Ja, logisch. Ja, okay. Aber ich weiß noch, wie es auch sensationell kann funktionieren, wenn man eben nicht ganz nach der Norm etwas macht, wie wo wir das erste Mal Swiss Comedy Night organisiert haben in Basel. Habe ich dich angefragt. Yeah. Und das Konzept ist, dass 10 Künstler, Künstlerinnen auftreten aus eben den verschiedensten Sparten, damit eben so ein bisschen so eine richtige Mixed Show hast, wo alles drin vorkommt. Oder? Und du hast gesagt, hey, look, in einem kleinen Keller sehe ich es als etwas anderes, als wenn ich dann irgendwie, was ist da gesehen, im Volkshaus Basel vor 600 Leuten mein Zeugs mache. Vor allem, wie es ein Comedy-Publikum ist, genau. Das hat mir tatsächlich dann solche Sorgen gemacht. Und danach haben wir es aber trotzdem durchgezogen, weil eben meine Meinung auch gesehen ist, dass es genau das braucht und irgendwie, dass es das würde ergänzen. Und du hast dann eben auch nicht zurückgeschaut davor zu sagen, okay, dann mache ich jetzt auch irgendetwas Comedy-mäßiges für ein Comedy-Publikum. Sondern du bist dann eben gekommen mit dem einen Rap-Song und hast, es ist oft alle weggeblasen. Es ist huere geil gewesen. Das sind auch die Momente, wo ich dann eben wirklich nachhaltig können verinnerlichen, dass man das, was man macht, in verschiedensten Kontexten kann machen. Das ist für mich eine mega tolle Erkenntnis. Ich glaube, ich bin nach dieser Comedy-Show damals, am Tag darauf bin ich mit dem Sammy Deluxe auf Tour. Yeah. Und ich habe die eine Nummer, den genau gleichen Song, habe ich auch beim Sammy Deluxe als Vor-Act gemacht. Yeah. Und er hat auf eine andere Art funktioniert, weil das Publikum ist nicht auf Lachen aus. Das heisst,
das Comedy-Publikum hat sozusagen mega fest auf den Text gelost und auf die Gags reagiert, wo in dem Song drin sind. Und das hat einen mega interessanten Rhythmus gehabt, so, weil eigentlich ist es ein Rap-Song und er hat ja einfach Ziele und ich habe eigentlich so empfunden, dass das Publikum einfach nach jeder Ziele einen Lacher rhythmisch eingeschoben hat in den Song. Weil du kannst ja dort auch nicht pausieren, weil der Song läuft ja weiter. Genau, der Song läuft weiter, aber er ist auch, also er hat halt auch die Pausen rhythmisch, so dass die Leute haben so wirklich so im Takt schon fast anfangen lachen. Und das war ein mega geiler Austausch gewesen. Am Tag drauf mache ich den gleichen Song bei einem Rap-Publikum durch und durch. Und natürlich sind die nicht am Lachen. Die machen beim genau gleichen Song alle die Hände in die Luft und sagen, Alter, das bounced ja anders. So, und das, die Erkenntnis ist halt so eine Bestätigung, dass man so merkt, das, was einem auch immer wieder gesagt wird, auch von Management-Seiten, von verschiedensten Seiten, wie macht man eine Karriere, das heisst immer wieder so, setz auf die eine Sache, mach eine klare Kommunikation nach außen. Und in meiner Erfahrung ist es halt so, je mehr ich darauf geschissen habe, desto positiver ist das dann aufgenommen worden. Ja, vor allem live. Willst du denn auch etwas Eigenes ist? Und ich glaub, das ist ja das, was dann auch irgendwie resoniert. Dass, wenn du eben alles nach einer Norm machst, da ertappe ich mich selber auch manchmal noch. Oder was irgendwie, weiss ich noch, beim Devil bin ich auftreten. Dann sagt, und ich bin schon mal auftreten beim Devil. Und das war nicht so ein guter Auftritt gewesen. Und es ist halt Fernsehauftritt, hast noch 3 Minuten. Nein, ich habe abgesagt. Das ist ich mach's. Und habe aber dort schon gedacht, hey, ich mache wirklich super schnell einfach kurze Jokes, One-Liner, weil eben du hast nur 3 Minuten, baller, oder? Ist so der erste Gedanke. Und dann habe ich eine Woche vor dem Auftritt habe ich mit dem Devil telefoniert und dann sagt er so, ja, aber überleg dir mal so, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber das ist so, ist mir geblieben. Gute 3 Minuten One-Liner ballern, das können mittlerweile extrem viel in der Schweiz. Und du kannst es auch, aber mit dem machst du nichts Spezielles oder Eigenes. So. Und dann habe ich die komplette Nummer umgestellt, habe alles da gestrichen und habe wirklich so eine recht visuelle Nummer gemacht über DJs im Club, bla bla. So. Und wahrscheinlich hat es jetzt nicht mehr resoniert mit irgendwie Klickzahlen oder was weiß ich. Aber ich kann jetzt wie stolz darauf zurückschauen und sagen, ja, dort habe ich etwas Eigenes gemacht, weil das ist definitiv nicht die Norm gewesen für das Ding. So. Und ich glaube, das ist das, wo wenn du wirklich lang überlegst und wirklich lang dabei bist, dann mit der Zeit wahrscheinlich einem dann auch ausmacht. Weil eben sonst kannst du nicht gerade Copy-Paste, aber kannst sehr viel Modul ersetzen. Und in dem Moment sagst du dann so, ich glaube, das ist wirklich etwas Alleinstehendes. Und das ist bei dir extrem spürbar. Und dann ist aber die Frage, wie kann man, also ja, wie geht man da damit um, dass man, also wie soll ich das sagen, man hat ja trotzdem Zweifel, oder? Wie gehst du denn damit um, wenn du denkst so, es gibt ja auch mal diesen Weg und ja, es gibt ja so viele Stimmen, wo man muss damit fighten, die einem auch immer wieder sagen so, nein, das ist nicht richtig, das sollte man anders machen. Yeah. Was würdest du sagen, wie macht man die Einordnung? Es kommt darauf an, also jetzt grundsätzlich beim Auftreten oder einfach ich finde vor allem im Schreiben oder in der Vorbereitung. Dort habe ich gemerkt, das ist wahrscheinlich auch der, also du hast auch nicht Text für Text, Wort für Wort, aber schon eher als im Stand-up, wo manchmal, wenn es ein richtiger oben ist und man es gerade richtig fühlt, wo du sagst, was ich auch immer vorbereitet habe, das schmeißen wir jetzt einfach mal aus dem Fenster. Also eigentlich, dass du dort dann eben die Zweifel weglässt. Und klar brauchst du dann irgendwie eine Bestätigung vom Publikum, dass du dich dann irgendwie auf die Äste rauslässt. Aber oft sind es die Momente, wo dann wirklich etwas passiert, weil du hast
eben, du hast etwas gewagt und aufgrund von dem ist dann in irgendeiner Art und Weise auch eine Belohnung gekommen. Dass du irgendwie merkst, ah, da bin ich jetzt auf etwas Neues gestoßen. Ich habe über das Thema eben mit verschiedensten Leuten schon geredet, über, weißt, wie macht man etwas? Mhm. Wie macht man es? So. Und in der Musikbranche habe ich es erlebt, gerade auch in der Deutschrap- oder Rap-Branche, wie mega oft die Diskussion ist, so, wie macht man es richtig, damit der Karriereaufbau korrekt verläuft. Yeah. Und du hast so viele Menschen, die dir sagen, wie man es richtig machen sollte. Yeah. Und aus künstlerischer Sicht ist das mega anstrengend, weil die Leute widersprechen sich einander und sogar sich selber. Yeah, klar. Und es entwickelt sich. Es ist, also, weißt, Tipps, die vor 3 Jahren safe gestummen haben, sind mittlerweile schon wieder überholt, weil das Geschäft schon wieder ganz anders läuft. Und dann hat mein Bassist, mit dem ich mich oft unterhalte, ein sehr weiser junger Mann, Shoutouts an ihn an dieser Stelle, hat gesagt, weißt, schlussendlich ist es doch das Wichtigste, dass man das eigene Pflänzchen immer sorgfältig weitergießt, bis es eine Stabilität bekommt, wo sich dann nachher auch irgendwie schlussendlich verkaufen den Lot, nicht im negativen Sinn Sellout, sondern im Sinne von, du hast auch gar keinen Verhandlungsspielraum, wenn du ankommst zu Leuten, die Geschäft machen im Musikbusiness und sie sagen dir, mach es so und so, weil wir haben eben hier ein paar Artists, bei denen hat das so und so funktioniert, darum mach es jetzt genau so. Genau. Und das macht einen verrückt, wenn du dich zu fest emotional auch auf das reinlässt und beim Schreiben dann auch zu fest die ganze Zeit an das Zeug denkst. Yeah. So kannst du nicht schaffen, oder? Das heißt, du musst mega fest versuchen, deinen Stil zu finden oder deine Art, wie du dich gerne äußerst und deine Art, wie du Musik machst und so weiter. Und das ist einfacher gesagt. Ich glaube, damit haben sehr viele Leute strugglen jetzt gerade heutzutage mit der Musik, wo ja wirklich, es machen ja viel mehr Leute releasen ihre Musik als vor ein paar Jahren. Das ist auch schön, das ist cool eigentlich. Und dann heisst es aber plötzlich, du darfst eigentlich kein Album machen, niemand will das Album gerade, nur noch einzelne Singles und so. Und auch EPs, das bringt es nicht. Mach mal gute Features. Und es gibt ganz klar, in ihrer Vorstellung oder in der Vorstellung der Leute, oder auch zum Teil hast du auch selber das Gefühl, es gab dir doch den ganz bestimmten Weg, um irgendwie deine eigene Sache voranzukriegen, wenn du es genau so willst machen. Und ich glaube, je länger, je mehr, eigentlich nicht mehr so fest an das. Also ich glaube eigentlich viel mehr daran, dass es nachhaltiger ist, wenn du an deinem eigenen Weg schaffst und den sorgfältig weiterverfolgst, flüssig natürlich. Man darf es natürlich auch nicht schlittern lassen, aber wenn du flüssig dein Ding weiter aufbaust, dann machst du vielleicht Mini-Steps, aber dafür hat das dann auch Fundament. Es hat mega Bestand dann, weil das kann dann nicht so schnell wegbröckeln. Weil ich meine, viele Menschen haben sich jetzt mit Statistiken und Wellen und so beschäftigt und grafische Darstellungen von, wenn wie viel zunimmt und wieder abnimmt. Und ich sehe lustigerweise immer Parallelen zu einer Karriere in dem, dass nämlich mir persönlich wichtig war, ist, die Kurve muss nicht mega rasant, mega schnell rauf, weil oft geht sie dann eben auch genauso schnell wieder runter, sondern lieber sie ist weiter unten und hat so ein Fundament, so eine Basis. Kennst du Dominik Giesin? Ah ja, ein Musiker? Nein. Nein, Schauspieler? Ich kenne Daniel Giesin. Aha. Shoutout an der Stelle. Schauspieler und hat in Bern so eine Late-Night-Show gemacht, Too-Late-Show hat das geheißen. Und der Dominik hat mal irgendein Indie-Label gehabt, wo er so ein bisschen Bands gemanagt hat. Und, so. Und darum ist er dann, wo ich gefunden habe, ich will jetzt endlich Stand-Up machen, ist er auch mein erster Manager geworden. Er hat keinen einzigen Auftritt organisiert, aber er ist ein extrem wichtiger, so fast grosser Bruder gesehen. Wirklich einfach so auf ihn habe ich recht gelost und irgendwie in der Woche vor meiner Premiere bin ich eigentlich nur bei ihm in Bern gehockt und wir sind einfach so
abberühlen und irgendwie Sandwich essen und so, damit ich nicht durchdrehe. Weil er hat genau gewusst, was machen. Und weiß ich noch, hat mir ganz am Anfang hat er gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du willst möglichst schnell erfolgreich sein, dann kann ich dir genau sagen, was du musst machen, aber es wird wahrscheinlich nicht Bestand haben und irgendwann wirst du nicht happy sein damit. Und dann bin ich auch definitiv der Falsche dafür. Oder du willst wirklich Stand-up machen und du willst etwas machen, was dir gefällt und dir entspricht und dann wirst du aber nicht in einem halben Jahr schon dort und dort ausverkaufen, sondern dann wird es länger gehen. Und dann bin ich voll dabei. Und ich weiß auch genau, ich sage, nein, ich will ja wirklich das machen. Also mir ist nicht wichtig, dass ich jetzt gerade irgendwelche Häuser ausverkaufe und so. Und das ist aber, ich glaube, so wichtig, dass mir damals das auch jemand nochmal von außen effektiv ins Gesicht gesagt hat. Und also ehrlich. Weil ja, du bist extrem schnell versucht und ich meine, du bist bei der allerersten Comedy in Balz dabei gewesen, das ist Januar 14. Du weißt, wie die Comedy-Szene denn dort gesehen ist. Die hat nicht wirklich existiert. Also wenn man dort eben mit richtiger Marketingstrategie und das und was weiß ich, dann hat man wahrscheinlich deutlich schneller weiter in Anführungs- und Schlussstrich können kommen. Aber es hat wahrscheinlich nicht Bestand gehabt, weil was ich dort gemacht habe, hat ja noch viel weniger Substanz gehabt wie jetzt. Also es ging dann, also es ist ja auch eine Frage, welche Form von Comedy-Shows will man denn machen bei dieser Fragestellung, die aufkommt, oder? Ja, weil, also weißt du, es fängt ja an mit der Promotion, weißt du, wo so viele mittlerweile genau wissen, wie sie auf Instagram und TikTok und was weiß ich sich können vermarkten, dass dann tatsächlich jemand Geld zahlt und sagt, hey, ich komme die live schauen. Aber wenn dann das noch nicht so richtig verhebt, einfach eben aufgrund von vielleicht fehlender Erfahrung und einfach zu wenig Stunden auf der Bühne, dann sagen die Leute wahrscheinlich weniger, hey, ich gehe nochmal. Sondern, das habe ich jetzt gesehen. Habe ich jetzt gekriegt, oder? Ja. Ja, und das andere ist auch wirklich dann, nebst der Erfahrung einfach, so ist doch auch einfach der Kalt von dem, was man macht, oder? So die, mir geht es ja gar nicht unbedingt darum, es geht mir nicht nur um die Geschwindigkeit, so wie schnell wird man irgendwie berühmt, oder es geht mir gar nicht nur um das, sondern es geht auch darum, herauszufinden oder sich Zeit zu geben, herauszufinden, was will man von der Bühne, weil das verändert sich ja auch immer wieder. Ja. Und ich glaube, einfach ein instinktives Problem hatte mit, wenn zu klar geworden ist, das macht der. So, das ist das, was der macht. So, damit hatte ich einfach ein Problem gehabt. Vielleicht wäre ich noch immer anders, wenn ich dort vielleicht ein bisschen lockerer gesehen wäre. Yeah, so. Aber mir ist einfach so wichtig, dass ich so können sagen, so, ihr habt gedacht, das mache ich. nein, doch nicht. Und das ist verwirrend. Yeah. Zum Teil, ich habe meine zweite Show, ich weiß auch nicht, ich bin dort irgendwie Anfang 20 gesehen und es ist irgendwie meine dritte Show gesehen, fällt mir gerade ein. Es ist die dritte Show gesehen, weißt du, was ich meine? Irgendwie mit Anfang 20, so, ich will jetzt so nicht irgendwie, das ist für mich nicht bluffen, das hat irgendwie auch zufällige Gründe, dass das alles so gekommen ist. Ich habe auf jeden Fall aber die dritte Show dort gemacht und ich habe gemerkt, ich habe mega Lust gehabt, die Leute dann zu verwirren. Ich habe voll keine Lust mehr gehabt, dass die Leute einfach kommen und einfach rauslaufen nachher und einfach nur Wohlfühl bekommen haben. Ja. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe wie gefunden, so, nein Mann, wenn du noch immer in ein Theater gehst, dann sind wir da an einem Ort, wo Sachen von der Gesellschaft und auch so einfach verhandelt müssen irgendwie doch werden. In irgendeiner Form müssen sie doch auftauchen. So. Und natürlich, das ist auch nicht gegen Comedy. Gut, die Comedy macht ja auch genau das. Sie tut ja die Sachen aufarbeiten und spiegeln und zurückschmeißen und du gehst raus mit zwar, du hast einen guten Oben gehabt, aber es bleiben doch einige Sachen hängen. Ja. Und ich habe dort sogar mit der Form verspielen. Ich habe das nicht
toll gefunden, dass die Leute mich so an eine bestimmte Rolle so geschoben haben, wie sie haben irgendwie zwei Shows von mir gesehen und sind dann zum dritten Mal gekommen und haben gefunden, ja, das ist das, was der macht. Und ich bin so, ich bin Anfang 20, ich habe mich noch überhaupt nicht festgelegt, was ich mache. Ich mache jetzt mal das. Und dann, ich habe Nasenbluten inszeniert. Und ich habe es nicht aufgelöst. Weißt du, voll sinnlos. Es ist einfach, die Leute haben nur Sorgen gemacht. Aber du hast es wollen machen. Ich habe es unbedingt wollen machen. Und du hast es dann eben effektiv auch gemacht. Also du hast dann dort nicht drauf gelöst, hey, ich würde das weglassen. Und weißt du was, das habe ich auch schon gehört von Menschen mehr aus der Comedy halt, aber irgendwie, dann hast du mal das und das Management und die sagen dann so, die Nummer, die würde ich nicht mehr spielen, weil die verkauft sich nicht gut für Firmenanlässe und wir haben Leute eingeladen und so. Und dann musst du sagen, fuck that. Ja. Und ich habe es ein bisschen erfahren gehabt, dass eine Zeit lang, du kennst ja, wenn irgendwie ein Medium mal etwas geschrieben hat, gehen die Journalisten danach, gehen bei diesem Medium lesen, was geschrieben worden ist und das ist dann so ein bisschen das Mantra. Mhm. Und irgendwie für zwei Jahre habe ich, vor allem halt in Basel und Umgebung, ist mir so gesagt worden, du bist der Komiker, der Witz über Masturbieren und Durchfall macht. Mhm. Das war so mein Stempel für irgendwie zwei Jahre. Und da habe ich so gemerkt, eben, das will ich nicht sein. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich das bin damals, aber habe gemerkt, wenn das die Wahrnehmung ist, ja, dann muss man das umso mehr brechen. Mhm. Und zwar nicht nur wegen der Aussenwahrnehmung, sondern eben, was ich probiere rauszusenden, heisst ja noch nicht, dass das dann genau als das wahrgenommen wird bei den Empfänger. Und wenn du dann irgendwie sagst, ich mache jetzt einfach, ich inszeniere Nasenblut und du es nicht auflösen, dann bist du dir sehr bewusst, dass, wie es aufgenommen werden kann, in alle Richtungen geht. Und mit dem bist du fein damit. Ja, ich meine, ich muss rückblickend sagen, es ist natürlich auch ein bisschen fast schon disrespectful gesehen, weil ich meine, die Leute haben ja Eintritt gezahlt und ich habe sie in Sorge gebracht. Und zwar so, es ist auch in einem Moment passiert, wo es ist so nach 10 Minuten passiert. Yeah. Die Show ist gerade erst losgegangen, souveräner Start und dann plötzlich passiert das und dann kommt so ein Song über, ein Rap-Song über irgendwie Drogen und so. Also es ist, und dann haben wir es wieder gebrochen, dann haben wir haben Fails inszeniert, wo es verschieden klar ist, was ist inszeniert und was nicht. Das hat mich damals auch einfach interessiert. So. Mhm. So das Spiel mit dem Auftritt selber, das Spiel mit der Bühnenfigur. Mhm. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich, weißt du, wir treten ja nicht als Figur unbedingt auf, sondern wir haben unseren eigenen Namen und so und stellen dort damit der. Und dann erst recht, die Leute gehen davon aus, dass wenn du mit deinem eigenen Namen auftrittst, dass du dann auch authentisch bist. Ja, und dass du das so bist und dass wenn du vor der Bühne kommst, bist du immer noch genau der gleiche Mensch. Genau. Und gerade auch, vielleicht hat es auch mit meinem Background aus im Poetry Slam zu tun, wo halt das Authentischsein halt so wichtig ist, dass das gehört dann aber ganz klar zur Inszenierung, das vergessen die Leute, oder? Dass ich bin ganz authentisch, das ist auch eine Performance. Yeah. Und vielleicht hat das Anfang 20 dazu gehört, dass ich das einfach am Miesen brechen. Ich am Miesen das Auftreten, das ich dort irgendwie seit 5 Jahren schon gemacht habe, das für mich ganz normal war, habe ich müssen mal brechen, um herauszufinden, so, wie funktioniert das eigentlich mit. Und vielleicht habe ich es auch einfach gemacht, damit ich unterhalten bin. So, weil plötzlich in dem Moment wird ja das Publikum. Also bin ich Publikum und das Publikum wird zur Show, weil ihre Reaktionen sind plötzlich so interessant für mich zum Beobachten. Das ist ja auch etwas mega Spannendes plötzlich dann. Vor allem, weil ich glaube, das ist unabhängig vom künstlerischen Beruf, wenn du genug lange etwas machst und eine Routine drin kriegst, dann wirst du dir selber, nicht gerade Hindernis, aber so zwei, drei kleine Kniffe einbauen, damit es für dich spannend bleibt. Mhm. Oder? Also weiss ich noch, allein schon von der Radiozeit her, dann gehst du zu einem, der das seit Jahren macht, gehst irgendwie ins Studio, um zuzuschauen. Und da ist irgendwie 20 Sekunden vor der Moderation ist er noch auf Facebook und hat noch keine Elemente ins Programm reingeladen, die er nachher dann braucht. Und während er dann am Schwätzen ist, fährt er mal an, irgendwelches Zeugs irgendwie reinziehen und druckt das dann mal ab und so. Und du denkst so, was, wieso macht er das? Und dann machst du ein paar Jahre und dann merkst du, ah shit, ich mache mittlerweile genau das Gleiche. Wie sonst wäre es
todlangweilig. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach etwas sehr Basis, einfach so, wie fest tust du eben etwas Technisches schon vorbereiten, für dass du dann während dem Schwätzen das brauchst. Mhm. Und auf der Bühne, ich meine, wann hast du angefangen? Mit 15. Mit 15. Ich meine, fucking hell, das bist du ja noch. Ja, du bist noch am Wachsen. Ja. Das heißt, wenn du es dann schon anfängst und anfängst zu implementieren in deinem Leben, das Auftreten und Bühnenshows, du weißt eigentlich schon, eben, wie es funktioniert. Und auch wahrscheinlich aufgrund von dir selber und vielen Meinungen, wie es funktionieren soll. Mhm. Logischerweise findest du nach ein paar Jahren, ich muss jetzt irgendetwas anderes aus dem rausholen. Ja, und dann eben später kommt dann die nächste Phase, wo man dann davon überlegen, ja, also damit kommt man natürlich jetzt schon auch nicht so weit, mit reiner Verwirrung. Also, ich bin halt nicht der Andy Kaufman, weißt du, was ich meine? So, ich glaube, das ist auch für viele, auch in der Comedy-Szene, gab es so eine bittere Erkenntnis, ja, Andy Kaufman hat es halt auch schon gegeben. So das Spiel von der Verwirrung und das Spiel mit dem Publikum, so die Form, die ist halt schon einfach so königlich gemacht worden, dass man so ist, okay, vielleicht muss man andere Formen finden. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man mal durch so eine Phase durchgeht. Und jetzt mal offstage. Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, wo eigentlich jeder Mensch früher oder später am besten mal beschäftigt. Mhm. Weil wir haben ja alle Rollen zugewiesen, entwickelt, wo wir auch also ohne Bühne drin sind und spielen. Und ich glaube, es ist ein mega wichtiger Schritt, dass man einmal merkt, ey, die Rolle, wo ich da jetzt so drin bin, ist die also selbst gewählt. Wie fest ist die von außen aufgezwängt und wie fest kann ich das auch ein bisschen steuern? Und dann kann man einfach merken, ah, ich habe schon Einfluss auf das. Yeah. Und dann fängt so vielleicht das Experimentieren damit an. Und dann später kommt dann aber auch irgendwann der Punkt, wo du merkst, ich habe Einfluss auf das, aber ich habe auch keinen Einfluss auf, wie ich wahrgenommen werde. Weißt du, das das Kontrollieren, so wie nehmen mich Menschen von außen wahr. Mhm. So, irgendwann musst du auch erkennen, so, es gibt auch viele Aspekte, die du halt einfach nicht kannst kontrollieren. Die Leute machen sich einfach Bilder. So, ich finde, es gehört ganz generell zum Leben, dass man solche Sachen ausprobiert. Und ich glaube, einfach Menschen, die eine Bühne haben, probieren vieles dann halt auch auf der Bühne dann in der Form aus, wo man auch im ganz normalen Leben kann machen. Und ich glaube, aus diesem Grund, also mir geht es zumindest so, ist die Bühne dann für mich auch ein sehr guter Spiegel, auch wenn ich nicht die Bühnenfigur bin, aber sehr guter Spiegel für mich, was für ein Mensch ich dann gerade gesehen bin, wo ich das und das Programm gemacht habe. Und wo ich mehr die Figur noch gesehen bin. Also es tut einem recht, es ist ein bisschen wie Tagebuch führen, ohne dass du Tagebuch führst, oder? Du schaust oft alte Sachen von dir? Hey, nicht oft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden oben finde. So, ich kann jetzt mal schlafen, aber noch eine halbe Stunde gebe ich mal einen alten. Gib mir noch mal das Beste, was je jetzt gibt, Video bitte. Nein, aber... Nein, gehört es für dich so schon dazu, amix auch das zurückschauen? Nicht gross. Wahrscheinlich sogar zu wenig, aber es hilft dir eigentlich eben, wenn man Zweifel hat und was weiß ich, kannst irgendwie so, nimmst irgendein Self-Help-Buch und dann sagen sie, schreib 5 Sachen auf, wo du stolz bist. Und dann fängst du mal an und findest, ja fuck, das habe ich ja schon mal gemacht, voll geil. Also das sagt man sich, also ich zumindest, oft noch zu wenig, weil man so konzentriert ist auf was jetzt gerade passiert und was hoffentlich noch passieren wird und so, dass dann auf einmal sagt, ja shit, ich habe mal das und das gemacht und dort bin ich eigentlich auch recht happy damit, eben auch privat irgendwie, ja voll geil, ich bin tatsächlich mal reisen, was ich immer schon wollte und so weiter und so fort. Und was du eigentlich gesagt hast mit eben, wie man etwas sollte machen und was so die Motivation ist, wenn dann ihr dir etwas sagt, mach es so, ist, in der Comedy gibt es ja 100'000 Bücher über, wie man richtig Stand-up macht. Ja, in der Musik sicher auch. In der Musik sicher auch. Ich habe nie eins aufgeschlagen, aber sicher gibt es das auch. Ich habe es
ich habe es spannend gefunden, das dann einfach wirklich intensiver anzuschauen, nachdem ich selber schon Sachen auf der Bühne gemacht habe. Weil dann machst du es eben nicht nach der absoluten Norm. Aber du fährst dann langsam okay, da merke ich, das geht mehr in die Richtung, mehr in die Richtung. Und dann habe ich, glaube, weil ich es auf YouTube geladen habe, habe ich mein erstes Programm nicht geschaut, aber ich habe es ein bisschen durchgespult. Und dann habe ich gemerkt, ich mache sehr viele Sachen, eben aufgrund von fehlender Erfahrung, die man nie so sollte machen und nie so würde machen. Und irgendwie hat es aber genau in dem Moment dann etwas Eigenes. Und das hat mir dann geholfen für das damalige Programm, das ich dann geschrieben habe. So, eigentlich muss ich mich auch wieder ein bisschen lösen von dem. Mhm. Von dem, hey, ich mache jetzt zuerst die Nummer und dann mache ich das. Und das Aufbrechen, auch für sich selber, hilft extrem. Mhm. Ohne, dass ich es mega gut gefunden habe, sondern einfach mehr gemerkt habe, dem ist jetzt in dem Moment, eben der Mensch, ist für mich nicht mehr ich per se, ich zu einer früheren Zeit, aber der Mensch dort, dem ist in dem Fall scheißegal gewesen, dass er jetzt 10 Minuten etwas improvisiert, wo nie in einen geht. Der zieht es voll durch. Und irgendwie ist das noch geil. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das bleibt dann den Leuten mehr, als dass er irgendwie sagt, so, ich improvisiere jetzt etwas, eine Minute später, ja, ist nichts gesehen, machen wir weiter. Also weißt du, irgendwie das Commitment eigentlich zu etwas und sagen, ich ziehe das jetzt durch, das habe ich gehabt. Was ich auch interessant gefunden habe, was du jetzt auch gerade gesagt hast, das Element von, man hat vielleicht eine Nummer, die nie hinführt. Mhm. Oder man hat, man spielt damit, dass etwas langweilig ist. Ja. Man lässt die Leute hängen in einer, ich unterhalte euch jetzt einfach mal ein bisschen nicht. Ja. So, ihr erwartet, dass ich euch durch die ganze Zeit füttere, aber weißt, das habe ich dort in dieser einen Show, auf der ich jetzt geredet habe, habe ich das auch auf die Spitze getrieben. Ich habe eigentlich irgendwie, keine Ahnung, 25, also in der ersten Hälfte 25 Minuten Programm gehabt und habe bis zur Pause, wo bei Minute 45 ist, eigentlich einen Block gehabt, wo nicht geplant war, wo eigentlich extra damit gespielt hat, dass sich die Leute langweilen und ich auf der Bühne die Zeit totschle. Und jetzt habe ich gerade letztens etwas Interessantes gelesen, dass der Harald Schmidt. Und da habe ich ohne Scheiß vorher gedacht, dass er mal eine Sendung gemacht hat, wo er nicht geschwätzt hat. Ja, er hat einfach das Element vom Zeit totschle und aber auch gleichzeitig in einer Schwebe bleiben, wo man eigentlich nicht ganz fassen kann, so, wo steht der Mensch eigentlich? Sowohl politisch, moralisch, er macht es eigentlich auch irgendwo über alles ein bisschen lustig, vor allem über Menschen, die eine Moral vertreten oder ganz klare Moralvorstellung auch äußere wenn auf der Bühne, aber auch sonst im Leben. Das ist sein Lieblingsfeindbild schon fast, hat man manchmal das Gefühl gesehen. Und dann gleichzeitig das Element vom Zeit-Totschlag, wo mega kontrovers gesehen ist damals, auch im Fernsehen. Und ich habe es aber interessant gefunden, weil die Show, die ich danach gemacht habe, nach einer längeren Pause, wo ich dann nicht mehr eine neue Show gemacht habe, habe ich dann zusammen mit der Fatima Mumuni gemacht. Das ist eben dann die Goldshow. Ja. Und dort ist etwas ganz anderes passiert. Auch in der Zusammenarbeit mit ihr haben wir gemerkt, wir haben eben schon einen krassen auch einen Anspruch und wir wollen in unseren Texten etwas sagen. Gleichzeitig wollen wir nicht, dass es zu triefend daherkommt, zu fest Zeigefinger, haben wir alles nicht wollen. Und gleichzeitig haben wir aber auch ganz klar einen Anspruch gehabt, wie gehen wir damit um, dass da ein Publikum sitzt, wo sich grundsätzlich sozusagen auf der guten Seite von der Gesellschaft sieht, mittelständisch bis, ja, also in verschiedene Richtungen, aber grundsätzlich so ein mittelständisches, links-liberales Publikum, wo halt in die Kleintheater kommt. Wie geht man mit dieser Situation um, dass man nicht einfach nur dort ist und alles reproduziert und die Leute eigentlich heigen und einfach ein Unterhaltungsoben geliefert hat. Und das ist mega interessant gewesen, weil dort ist dann eben plötzlich so gesehen, also einfach nur Zeit verplempern lassen und so, ist plötzlich ein Element, wo man so fragt, aus welchem Grund, warte mal schnell, mache ich es
also aus welchem Grund mache ich es? Was ist jetzt meine Überzeugung dahinter? Ja. Und wenn man dann, und so ist das Programm ist ganz anders entstanden. Das ist wie ein Backlash in eine andere Richtung gesehen. So, ich würde sagen, die Show ist viel unterhaltsamer als die Show, die ich vorher gemacht habe, weil ich bei der Show vorher ja eben, wie gesagt, auch mega gebrochen habe mit dem Unterhaltungsding. Sie ist unterhaltsam, aber sie ist dabei politisch. So. Das ist neu, ein neues Element auf eine Art gesehen. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt nicht vorher nicht, also unpolitisch gesehen, aber die Show ist explizit, wie ich vor, am Anfang schon gesagt habe, so, wir haben ganz explizit progressive Themen auch angesprochen und haben auch ganz klare Stellungen bezogen, Talks eingebaut, wo dann aber in der Realität, im Schreiben, kannst du dir vorstellen, was das für einen Kampf gibt, wenn plötzlich der Schreibprozess für eine Unterhaltungsshow der Schreibprozess zu der Debatte schlussendlich wird. Mhm. Wir haben einen Gender-Text geschrieben, verteilt auf 5 Jahre, glaube ich. Wir haben einmal eine Anfrage für eine Veranstaltung, wo es um Gender-Themen gegangen ist, und wir haben dort einen Text gemacht, vor 5 Jahren, vor MeToo, die öffentliche Debatte ist nicht mehr anders gesehen. Mhm. Wir haben einen Text gemacht, dann ist MeToo gekommen. Ein Jahr später. Und wir haben den Text wieder machen und sind so gesehen, oh, der Text ist nicht mehr aktuell. Shit, wir müssen ihn umschreiben, wir müssen da ein paar Anpassungen machen. Wir haben das mit dem Text über 4 Jahre jedes Jahr wieder machen müssen. Und lustigerweise ist das der Text gesehen, wo man dann, das kleine Seitenbemerkung, nicht so wichtig, aber mit dem Text haben wir die deutschsprachigen Meisterschaften 4 Jahre später dann gewonnen. Yeah. Und das war aber nicht der gleiche Text wie vor 4 Jahren. Es hat nur einzelne Elemente drin, die noch gleich waren. Und jetzt, wie ich vorher gesagt habe, 2 Jahre später sind wir wieder am Punkt, wo wir merken, Punkt, ja. Der Text ist schon wieder nicht mehr so aktuell. Wir müssen eigentlich nochmal wieder drüber. Und das finde ich mega spannend, so für mein eigenes Leben zu merken, so, krass, der Schreibprozess kann ein Fight sein, der aber auch so kann weiterbringen kann, weil man Sachen schlussendlich in Wort fasst. Du musst es ja in Wort fassen. Und selbst wenn die Wörter, in die du fasst, Unterhaltung sollen dann auch trotzdem noch sein, oder poetisch sollen sein, oder Style sollen haben, und trotzdem, du bist einfach an dem Thema dran und du tust auch miteinander immer wieder aufs Neue verhandeln und herausfinden, was für Aussagen treffen wir zusammen auf dieser Bühne. Und das ist dann eben schon eine geile Entwicklung gewesen. Nach dieser Show, wo ich alles verworfen habe an Unterhaltungssachen, plötzlich dann dort so zu merken, das ist aber auch etwas, was mich mega interessiert. Und ich bin gespannt, was dann kommt als nächstes, oder? Wie geht es denn wieder weiter? Ja, ich habe mir gerade überlegt, hattest du beim dritten, ist das elektrisch gesehen? Ja. Hattest du beim dritten Programm auch bewusst die Entscheidung getroffen und das so verworfen, wenn nicht, wie zum Beispiel in deinem Fall, von Anfang an ein rechter Grundstock an Publikum und Zuspruch da siehst? Weißt du? Weil jemand anders probiert irgendwie aus und irgendwie kommt nie hin, würde sich in dem Moment nie getrauen, dann noch so Element einzubauen, weil man kämpft ja noch überhaupt um Publikum und um die Gunst vom Publikum in dem Moment. Und du hast eben eigentlich das wollen brechen, weil vielleicht hättest du sie dann anfangen zu verlieren, sozusagen. Irgendwann, eben, sie haben es schon 2-mal gekriegt, jetzt haben sie noch ein 3-mal gekriegt. Ich glaube, den Buser habe ich jetzt gesehen, weißt? Wer weiß? Also vielleicht hätte die auch dort hätte die auch den anderen Weg einschlagen. Ich hätte können ihnen das geben, was damals verlangt worden ist. Ich hätte statt beim Giacomo Müller auftreten und ein Lied machen, das auf eine sehr poetische Art witzig ist, aber eigentlich in der Realität kein einziger Lacher gegeben hat. Yeah, der Comedy-Chef hat mir danach beim Essen dort im Kaufleuten gesagt, so, hey, schönes Lied, das ist einfach nicht lustig. Und ich so, was ist nicht lustig? Sicher ist das Lied lustig, aber euer Publikum findet es nicht lustig. Aber weißt du, so, ich bin dort so drauf gesehen. Also ich gemerkt so, ja, also wenn das nicht lustig ist,
ja gut, dann ist das vielleicht einfach nicht der Weg. Mhm. Und also das ist dort für mich überhaupt nicht klar gewesen, in welche Richtung das geht. So, und ja. Aber du hast natürlich schon recht. Ich habe zumindest in Basel ein Publikum gehabt, wo ich gewusst habe, wenn ich ein neues Programm mache, wir füllen die Show recht oft. Ja. Allerdings habe ich die gleiche Show auch, keine Ahnung, in Rapperswil in der Fabrik gespielt, wo dann 30 Leute gekommen sind, die keine Ahnung hatten, wer ich bin, was ich mache. Und dann komme ich mit so verwirrenden Elementen. Das ist so schief gegangen, aber ich bin zum Glück nicht allein gewesen. Ich habe den wunderbaren Sidekick Jonas Darwasch dabei gehabt und wir haben halt dann, aber ja, nein, wir haben dann nach der Show immer, wir haben es immer das Ruder dann noch so mit Mühe in der zweiten Hälfte von der Show noch umgerissen. Aber in der Pause habe ich jedes Mal eine absolute Krise gehabt, wie gesagt, Alter, das ist einfach nur schlimm. Das ist jetzt einfach nur noch schlimm. Und das ist öfters passiert. Und es hat sogar dazu geführt, dass meine dernjährige Show ist im Mojo in Bern gewesen. Wir sind gebucht worden im Rahmen von einem Elektrofestival. Und das Programm hat elektrisch geheißen. Ja, das ist immer die beste. Tolle Idee. Darum, Wortspiel, nicht mein Ding. Ja. Jedenfalls ist dann dort so der Punkt gewesen, dass wir haben wie so eröffnet und du hast im Publikum Leute gehabt, wo drauf gesehen sind, wo eigentlich gesehen sind, so wenn geht der Rave los und die haben schon etwas geschmissen und so. Und wir machen so unsere Show, wo so verwirrende Elemente drin hat, dass ein paar Leute haben einfach so Triebhöbeln. Einer hat so, oh Gott, ist das schlecht. Und ich bin dort gesehen und habe mein Ding gemacht und habe so gemerkt, so, oh mein Gott, ich schaffe es gerade nicht. Ich bin, glaube auch so ich habe es nicht geschafft und habe dann gewusst, jetzt kommt der Teil erst, wo ich gesagt habe, wo ich die Leute langweile. Und dann habe ich noch einen Gag gemacht und dann hat wieder jemand mega assi reingerufen und dann habe ich etwas gemacht, was ich noch nie in meinem Leben wieder gemacht habe und ich auch hoffe, dass es niemand muss machen, aber ich habe einfach einen Mic Drop gemacht und bin einfach gegangen von der Bühne. Und bin im Backstage gegangen und habe mich sofort umgezogen und habe gesagt, ich gehe nicht mehr auf die Bühne. Yeah. Ich kann diese Show hier nicht machen. Es ist nur Selbstzerstörung. Mhm. Das passt nicht. Das funktioniert leider einfach nicht. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr habt mich gebucht, aber das Experiment ist jetzt einfach gescheitert. Jetzt veranstaltet es, bitte, komm. Und wir haben die Leute raus, die so gestört haben und alle anderen sind eigentlich voll drin. Aber kannst du so nicht so anfangen wieder, oder? Und dann bin ich, also hat mich der Jonas vor allem wieder überredet, so komm, wir müssen, so, das ist unprofessionell, wir müssen jetzt weitermachen. Oh, shit. Und dann bin ich wieder raus. Und ich habe das nicht, also es ist kein Geheimnis, dass ich die Show eigentlich wollte abbrechen. Ja. Yeah. Ja, logisch. Ja. Yeah. Ja. Du hast dich eigentlich schon abgebrochen. Und dann sind die ganze, auch die zweite Part hat auch wieder Stellen drin, wo so unklar ist, ob das Fails sind oder ob es inszeniert ist und so. Und dann ist aber tatsächlich ein Wunder passiert, weil die Leute haben eben tatsächlich gecheckt, wie fragil die Show ist und dass eben eigentlich das alles alles kann gelesen werden als Teil von der Show, alles was passiert. Mhm. Und plötzlich sind sie so gesehen, auch das, was vorher passiert ist, auch mit dem Dreirufen und allem, eigentlich ein mega einzigartiger oben. Mhm. Und das ist deren Jahre gesehen von dieser Show. Und vielleicht auch der Abschluss von dieser Form von Show, also das Kapitel ist da damit dann auch so ein bisschen. Am Schluss haben sie das Gefühl gehabt, wow, der Buser hätte noch ein paar Leute im Publikum platziert, die extra noch reinriefen. Also ich glaube schon, dass ich meine, so Zeug habe ich auch schon gemacht. Yeah. So nicht lachen, aber so. Wir haben schon mal ein Bassist, ein Heckler, ein anderer Bassist, ist einfach in der Pause auf die Bühne gehockt. Ah, okay. Und ist dort so gehockt und wir sind dann rausgekommen, wieder auf die Bühne und haben auf die Seite gegangen und sind so gesagt, okay. Und dann haben wir gemerkt, okay, der macht nichts und dann haben wir einfach weitermachen. Und die Leute sind, sogar meine Mutter ist nachher dran so, was ist das?
das für eine gesehen? Aber er hat souverän reagiert. Souverän reagiert. Und dann, weil hast du die ganze Show da gesehen, am Schluss beim Verbeugen, ist er einfach so zwischen uns gekommen und hat sich mit uns verbeugt und wir so wieder so gespielt. Also, was ist das für ein Weirdo? So geil. So zwischendurch. Also, ist in der Zeit weiss ich auch nicht. Siehst du, ich habe es umgekehrt immer gehabt. Ich habe reine Impro-Elemente, haben die Leute das Gefühl, dass sie inszeniert gesehen. Also, weißt du, so, erstes Programm, wirklich jemand auf die Bühne geholt, mit dem ein Theaterstück gespielt. Mhm. 20 Minuten oder so. Ja, ja, also, das ist ja alles abgemacht gesehen. Das kann nicht sein, dass das dann so lustig wird und bla und bla. Also, hey, in dem Moment, zum Glück, ja, es hat auch übergegeben, wo es nicht so lustig war. Aber ich glaube, das ist sicher der Grundunterschied. Ich glaube nicht einmal von der Kunstform, sondern jetzt spezifisch denke ich jetzt der Grundunterschied zwischen dir und mir. Mhm. Wenn ich in dieser Situation gesehen war wie du dort, ich hätte alles unternommen, zum zu sagen, okay, ich tue jetzt in dem Moment mein ganzes Programm umstellen. Ich will ja irgendwie, dass die es toll finden und denen auch gefallen. Also weißt du, das so der Grundneid, den ich habe als Mensch. Als Feel-Good Comedian. Ja, das kommt ja, das ist ja dann eben genau aus dem Grund. Ja, das ist aus dem Grund dann irgendwann dazugekommen. Weil einfach die Sachen, die ich früher das Gefühl hatte, das will ich sein auf der Bühne, habe ich dann gemerkt, das bin ich nicht. Ich fühle mich nicht wohl. Ich kann das privat lustig finden, aber ich fühle mich nicht wohl auf der Bühne. Die Leute merken das irgendwie. Letzte Woche war Matteo da, ein Stand-Upper aus Basel, oder? Wo einfach, abgesehen von seinem Aussehen, einfach schon mit seiner Art, der hat so einen Grundanschiss und also Christoph wird es bestätigen, der hat so etwas Eiges, dass wenn er auf der Bühne jetzt jemand würde sagen, oder der landet auch, es gibt so ein paar Stand-Upper jetzt mittlerweile auch in der Schweiz, aber eben, die haben zuerst müssen die Plattform finden und die Plattform hat auch sie müssen finden. Und jetzt ist das möglich. Die können auf der Bühne, der Landert hat mal zu einem gesagt, könnt ihr bitte eine verfickte Fresse haben, danke. Mhm. Wenn ich das würde sagen, der oben war am Arsch, weißt du? Es geht nicht, wenn so wie ich bin und wie ich durchs Leben laufe, wenn ich dann jemandem sage, hab deine verfickte Fresse, dann ist es so, oh okay. Shit got weird. Yeah. Geht nicht, oder? Und gerade in der Schweiz, wo es eben so unterschiedliche Plattformen gibt, wo du auftrittst, Bühnen, ich meine, was du gesagt hast, ist, dir sind euch sehr bewusst, wo ihr auftreten werdet und was für ein Publikum kommt. Und dann spielen die mit dem. Ich bin am anderen Punkt. Ich habe zum Teil ein bisschen etwas wie ein Stammpublikum, aber ich habe noch ganz viele Auftritte, also auch bewusst, wo ich annehme, wo ich weiss, dort kann ich jetzt nicht mein Programm spielen. Mhm. Weil eben, die Leute haben nicht Geld gezahlt, um mein Programm zu sehen, sondern ich bin jetzt hier bei der, zum Beispiel, keine Ahnung was, Vermögensberatung. Ja. Und ich fange mal an und ich merke, ah, shit, die kommen jetzt erstaunlich gut bei einem primitiven Teil, obwohl ich nichts Primitives sonst vorbereitet habe. Weißt du was, jetzt kommt mein ganzes Sexmaterial. Viel Spaß. Mhm. Und dann spiele ich auf 30 Minuten Sex-Scheiß und sie haben es geliebt. Weißt du? Das heisst, dort würde ich gerade probieren, irgendwie mir anzupassen. Und du hast auch von fuck it, ich ziehe es durch. Das ist mein Programm, so sieht es aus. Ja, aber eben, man läuft, also es ist halt gefährlich. Es kann auch passieren, dass es dann einfach nicht funktioniert. Oder beziehungsweise, ja, oder vor allem das Krasse ist, ich habe ja das auch gemacht, weil ich gewusst habe, es gibt dann ein paar safe Nummern gegen hinten. Und das Krasse ist halt, wenn so, die sind dann sogenannte safe Nummern, so, das weiß man ja. Also die Sachen, die halt dann die Show eben noch umreissen können, dass die Leute jetzt nicht rausgehen und denken so, das kann ja gar nicht oder so. Sondern du hast also ein paar Nummern, wo du weißt, okay, das funktioniert bei fast jedem Publikum und das sind halt sichere Nummern. Yeah. Und das Krasse ist aber, wenn das Fundament vorher eben in der Show selber so bröcklig ist, weil die Leute so verwirrt sind, dann ziehen die Nummern halt auch gar nicht mehr so krass. Und es ist eher noch so, es ist noch mal einigermaßen gut gegangen. Das ist dann so das Feeling, wo also langfristig schafft man das, glaube ich, schon nicht. Es hat ja etwas Selbstzerstörerisches. Also,
Irgendwie schon, ja. Vielleicht ist es auch so gesehen. Aber eben, wie gesagt, es ist ja auch nicht meine aktuelle Show. Es ist ja. Wir sind ja aktuell tatsächlich mit einer anderen Show unterwegs, wo wir eine andere Gefahr laufen, weil wir die Themen ansprechen, die wir ansprechen. Mhm. Und dort gibt es verschiedenste Gefahren. Das ist bis jetzt die Gefahr, dass die Leute das Gefühl haben, ihr wollt uns hier belehren oder ihr haltet euch für etwas Besseres. Mhm. Gleichzeitig auch der Vorwurf von Leuten, die vielleicht schon fortgeschrittene Meinungen zu gewissen Themen verlangen, yeah. wo dann auch bei uns in der Show landen. Yeah. Und so ein bisschen so sind. Also eigentlich ist doch die Debatte eben, wie ich gesagt habe, schon noch immer anders. Wir müssen sagen, ja, schon, aber unsere Show basiert ja jetzt auch nicht irgendwie so in einer komplett progressiven Bubble, sondern wir spielen ja so auf dem Land oder wir spielen an Orten. Du musst nebenan anders anfangen. Ja, und du musst manchmal auch nebenan anders anfangen. Gleichzeitig merke ich auch dort, irgendwann bist du am Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen die Show umschreiben, so, weil wir irgendwann auch einfach so finden, eigentlich habe ich keine Lust, immer nur so Basics wiederholen. Basics von Antirassismus zum 100. Mal erklären, wo ich so ein bisschen, also eigentlich, gerade nach dem letzten Jahr, so die Basics könnte man mitbekommen haben. Mhm. Und lass uns doch mal noch anders ansetzen. Mhm. Lass uns auch zum Teil auch Künstler, kunstvoller machen, mit einer gewissen Grundannahmen können reingehen, dass man so einen Konsens hat bei gewissen Themen. Yeah. So, und das ist natürlich eine Spekulation und du weißt nie, wer im Publikum sitzt. Aber das muss man für sich selber irgendwann kommt an den Punkt, wo man merkt, ja, man wird mal ein bisschen wieder weitergehen. Das finde ich auch einen spannenden Punkt. Und da ist natürlich gerade jetzt in der Show, also ich rede jetzt auch von vom Duo-Projekt mit der Fatima, und ich auch merke, so, das ist auch sie an einem anderen Punkt. Nochmal so. Inwiefern? Ja, gerade so, was Basics von eben zum Beispiel Antirassismus oder antirassistischem Denken angeht, da ist sie einfach so am Punkt, wo sie findet, ey, ich habe jetzt genug lang Basics erklärt. Ich mache jetzt mal wieder mein Shit. Yeah. Und das finde ich mega nachvollziehbar und auch eine mega geile Herausforderung, dann wieder künstlerisch. So, wo findet man sich denn dort wieder zusammen? So. Und bei uns hat es dann zwischenzeitlich gerade momentan dazu geführt, dass wir einfach mega viel rappen. Gibt nochmal eine andere künstlerische Freiheit sozusagen. Aber du hast eigentlich von Anfang an immer einen Bühnenpartner gehabt. Ich kann einfach nicht allein touren. Wirklich? Ist das der Grund? Ich würde schon sagen, das ist der allergrößte Hauptgrund. Und ich bin auch so Teamplayer. Ich habe sehr gern jemanden mit auf der Bühne. Mhm. Aber im Fall, ich glaube wirklich, dass allein an die Ort, also allein touren, ich würde es nicht schaffen. Wirklich? Ist lustig, ich erlebe... Gehst du ganz allein? Ich erlebe wie beides. Eine Zeit lang hatte ich so fast so etwas wie eine Entourage gehabt, mit einer Video... Ein Baschi, der dabei war. Der taucht so oder so ab und zu. Aber nein, einerseits ein Manager damals, irgendwie noch ein Video-Producer, was weiß ich, dann hast du noch Support. Also dann bist du auf einmal so ein bisschen wie so eine Entourage. Ja. Und dann habe ich aber auch andere gehabt, wo ich wirklich komplett alleine immer gesehen bin. Mhm. Und es hat beides extrem den Reiz. Aber ja, ich kenne Leute, die nur alleine touren, wirklich einfach nichts anderes wann machen. Und ich finde es eigentlich geil, zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, ist nicht mehr ein Engagement haben, wo du zwar allein bist, weil du alleine da reist, aber du siehst jeden oben die gleichen paar Leute. Mhm. Das finde ich eigentlich noch geil. Ja. Weißt du, so. Ja, das ist cool. Dann, eben Theaterproduktion war so etwas, oder? Und dann einmal gehst du noch etwas trinken und einmal sagst, hey, heute nicht, geh zurück ins Zimmer, bin für mich. Aber was ich eigentlich spannend finde, ist in der Entwicklung, ist ja, behaupte ich, bei dem ersten Programm
hast du Bühnenpartner gehabt, aber es ist ja eigentlich dein Programm gesehen. Mhm. Und jetzt ist es ein Duo, also musst du ja eben viel mehr, vielleicht nicht gerade Kompromiss, aber du musst halt viel mehr aufeinander eintunen. Du kannst nicht einfach entscheiden, ich will es so und so ist es. Definitiv, aber das ist auch unglaublich, unglaublich spannend gesehen. So, also es ist, ja, es ist einfach eben eine Arbeit, die ich so gefunden habe, auch nachhaltig für alles Weitere, auch sonst so im Leben, so, weißt du, was ich meine? Yeah. Es ist eine Zusammenarbeit, wo man etwas mitnimmt. Und ich habe nicht gefunden, also ja, natürlich macht man Kompromisse auf eine Art, aber die Kompromisse führen also eigentlich dazu, dass es auf eine ganz andere Art kann fliegen, so, mhm, zum Teil. Und das ist schon, ein anderes Arbeiten, definitiv. Aber ich vermisse jetzt das gerade nicht. So. Also ja. Ich vermisse das von vorher nicht. Ja. Ich finde das gut, wie es ist. Und wenn du, also Musik machst du zum Teil noch allein, das ist dann wirklich, was du dir überlegst. Die Dinge. Ja, aber weißt du, auch dort, ich arbeite auch dort immer mit Musikern, Producer und so zusammen. Yeah. Also auch dort ist ein Austausch. Also ich bin tatsächlich der, wo, wenn ich so Text schreibe, solo, für mich, dann bin ich tatsächlich so allein, komplett. Aber wenn es dann darum geht, ein Projekt oder einen einzelnen Song irgendwie fertig zu machen, dann geht er eh nochmal in eine Spiegelung, auch mit anderen Menschen. Yeah. Und das ist mir auch wichtig. Das ist auch, ich finde, das ist eigentlich der Part vom Job, wo mir eigentlich immer sehr Spass macht, wenn man zusammen an etwas dann nochmal schafft und es nochmal ausfeilt und auch nochmal gewisse Fragen kann miteinander besprechen und zu sagen so, hey, sorry, aber die Line, also macht, kann man das noch bringen? Und das ist ganz, dann auch wieder auch im Rap, Fatima und ich, uns glaube ich sehr gut, weil wir haben schon verschiedene Styles, aber miteinander können wir wieder einen Style fahren, wo wir auch irgendwie gerade momentan haben, so in dieser Form auch einfach zu zweit fahren. So, das ist schon cool. Aber klar, so bei der Solo-Musik, dort hat man dann halt vielleicht die Strophe halt mehr. So, das ist dann die Konsequenz, ja. Yeah. Aber du musst auch eine Strophe mehr erzählen, um was es geht. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, in meinen Top Plays ever habe ich einen Song von dir. Aha. Ja. Welche? Liquid. Ah. Ja. Ich glaube, allein, weil der Charlie und ich in L.A. haben wir da wahrscheinlich etwa 50 Mal gelost. Cool. Das ist wirklich... Und lustigerweise, das finde ich das Geile, wir haben uns das sicher schon 10 Jahre kennt, aber ein Kollege vom Radio hat mir den Song gezeigt. Cool. Also weißt du, ich habe dann wirklich gemerkt, wie es irgendwie andere Bahnen nimmt. Sonst ist nicht, ich sehe auf deinem Social Media, hey, ich habe einen neuen Song oder eine neue EP, sondern einer sagt mir, hey, kennst du den neuen Song von Laurin Buser? Und ich so, nein, noch nicht. Das ist huere geil, los mal. So, oh shit. Und ja, schön. Das ist zum Beispiel auch ein Lied, wo wir gegen alle Regeln eigentlich verstoßen haben. Die Strophe hat Überlänge, es hat einen Doppelhook irgendwie, der Song ist zu lang, hinten noch ein breites Ding. Dann aber der du musst geil, der Hook selber gibt es gar nicht, der Hook ist ein Drop. Ja. Also auch das im Rap eigentlich eher nicht so üblich. Ja. So. Also mittlerweile natürlich schon oft kopiert, nein. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, logisch. Wir haben eigentlich gegen hure viele Regeln verstoßen, wo ich auch wirklich nicht gewusst habe. So. Was ist das? Und das Lustige ist ja, dass der Song ein krasser Door-Opener war. Das ist der Song, den Sammy war. So. Aha. Können wir den bitte unter Vertrag nehmen? So, das ist der Song. Das ist der Song, der heute noch, ich habe es gerade jetzt wieder gesehen, der wird immer noch tausende Mal gelost. Also einfach die ganze Zeit, immer noch. Die Kurve. Hey, wenn aber es ist so lustig, weil das eben einem wieder so zeigt, so einfach
ich habe das einfach so gefühlt, das, was wir gemacht haben. Mhm. Das ist einfach so. Und das Gefühl, glaube ich, das kann man in der Kunst, glaube ich, so ein bisschen generell sagen, wenn du einen Film fährst und den konsequent durchziehst und natürlich nimmst Rücksicht, eben, du bist in Zusammenarbeit und man tut aber zusammen eine Vision entwickeln oder auch allein, aber du tust sie durchziehen. Und wenn so, das kann dann einfach funktionieren. Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, aber yeah. Dann hast du dafür, also du hast dafür durchgezogen. Also das finde ich einfach wichtig. Wenn du zu viel Kompromiss die ganze Zeit machst in dem, was du machst, yeah. Dann am Schluss floppt es und du hast so viel Kompromiss gemacht und denkst, hätte ich doch einfach das gemacht, was ich geil finde. Und im Umkehrschluss eben auch, ich, wo der Song los, ich habe nicht gewusst, dass das so erfolgreich ist, bis du es mir jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Weißt? Sondern ich höre das, weil ich so finde. Ich finde das geil, mhm. Weil das ist speziell und ich fühle ihn mega. Und dann könnte ich in der Theorie der einzige Mensch sein auf dieser Erde, der das hört. Mhm. Aber hat so einen Impact bei mir, dass das wahrscheinlich auch mehr wert ist, als wenn er irgendwie. Gerade Spotify ist mittlerweile ein Paradebeispiel. Mhm. Da hast du einen Song, der in irgendeine, frag mich nicht, Easy Sunday Playlist reinkommt. Mhm. Mit dem hast du dann mal schnell 1 Million Plays, aber hat er irgendeinen bleibenden Eindruck bei irgendjemandem hinterlassen? Who knows? You never know. Yeah, who knows? Yeah. Aber die Chancen, ich sage jetzt auf die 1 Million Menschen oder auf die 1 Million Plays, besser gesagt, sind wahrscheinlich marginal zu. Wie viel auch immer, hören diesen Song und finden ihn richtig geil. Mm. Oder gehen eben ein Programm schauen und haben wirklich etwas mitgenommen. Das wäre schön und gleichzeitig muss man auch an dieser Stelle Shoutout wieder an all die Ideen, die konsequent durchgezogen sind worden von Menschen und halt einfach dann doch floppen. Ja. It happens. Es gibt auch einfach Sachen, wo aus irgendwelchen Gründen nicht im richtigen Moment, nicht am richtigen Ort platziert worden sind, nicht den richtigen Kontakt, auch einfach Menschen, die nicht gut können socialisen oder whatever, was für Hindernisse auch in der eigenen Leben von den Leuten privat so sind. Und weißt du, was ich meine? Es gibt so viele Menschen, wo genau das machen, was wir jetzt beschrieben haben, es funktioniert nicht. Ja, das ist halt dann auch einfach dann halt Faktor Glück oder whatever, wie man es soll nennen. Ja, und also eben, was heisst, es funktioniert nicht? Weil wenn es bei ein paar Menschen in irgendeiner Art und Weise Impact gemacht hat, hat es ja gleich nicht mehr funktioniert. Ja, hat vielleicht nicht auf einer kommerziellen Basis funktioniert. Mhm. Ja, auch dort, ich meine, du weißt, 1 Million Streams, was jetzt ist. Ja, wie viel Geld gibt es? Marius Bär hat es uns vorgerechnet, weil es kommt ja noch darauf an, ob du bei einem Label bist oder nicht. Ja, ich meine einfach, wie viel Geld generiert es, nicht wie viel landet beim Artist. Das eben. Ist nochmal ein anderer. Aha, Frage. Wie viel Geld generiert es? Wie viel Geld wird auszahlt und dann wird es noch verteilt zwischen Label oder also was? Also bei einer Million? Ja. Höchstens 10'000. Hm. Wie viel? 4'000. Sagt man so. Ja, eben. Also es kommt darauf an, in welchem Land. Es kommt gut, YouTube. An, dort bei YouTube sagst du auch, irgendwie eine Million Klicks gibt auch irgendwie $4'000. Irgendwie so. Und ich meine, das ist schon noch krass. Stell dir vor, du hast eine Single und sie ist, also weißt du, und du hast nur Singles verkauft. Ja. Yeah. So, das ist schon ein anderes Game. Mega. So. Das ist ja auch das Krasse. Weißt du, das haben wir überlegt, wo du vorher den Harald Schmidt erwähnt hast. Der Harald Schmidt hat etwas gemacht, das für die Zeit nicht der Norm entsprochen hat. Aber es ist Free TV. Das heisst, es ist sehr geringer Widerstand, weil Menschen können oft wegschalten und sie haben nicht dafür gezahlt. Mhm. Und in einem Theater eine halbe Stunde zu inszenieren, wo die Menschen dann so ein bisschen so, wirklich, kann ich jetzt 35 Stutz zahlen für das? Mhm. Und danach hat aber wird es wieder aufgelöst. Ich glaube, es hat nochmal eine andere Fallhöhe. Mhm. Trotz allem, weil eben genauso bei Musik, die du früher noch gekauft hast, wenn ich, es ist die alte Geschichte, du hast irgendwie ein Sampler gekauft, weil ein Song drauf hast geil gefunden. Mhm. Und du hast 36,90 für das ausgegeben. Also ist dir der Song so viel wert gewesen. Ja. Und jetzt, es würde mich so wundern, wenn du einfach könntest, einfach irgendwie in so ein dummes Tool oder so, einfach mal
die Musik von den letzten 10 Jahren einfach mal reinschmeißen und schauen, wenn Menschen hätten müssen Geld zahlen, um effektiv diesen Song dann dürfen zu hören, wie wären dann auf einmal die Charts, wenn man sie so nennen will, oder? Was wäre denn an der Spitze und was wäre denn jemand anders? Und auf der anderen Seite muss man dann eben auch sagen, früher, wenn du willst, Musik veröffentlichen, die Weg über die Studios, wo du hast, ich meine, das ist heute halt auch irgendwo auch direkt demokratischer geworden, wenn du weißt, was ich meine. So, du kannst, du kannst viel besser, du kannst auch einfach recht viele Institutionen umgehen und deine Musik einfach rausbringen. Das kannst du, auf jeden Fall. Aber du bist aber trotzdem dann halt auf diesen Streaming-Portal. Und dann siehst du so Aussagen vom Spotify-Chef, wo sie sagt, ja, weißt du, Künstler müssen sich halt verabschieden von dem Modell, wo man sagt, ja, ich gebe mir 3 Jahre Zeit für ein Album und nachher gehe ich mit dem Album auf Tour und dann nehme ich wieder 3 Jahre Zeit für mein Album. Müssen halt regelmäßiger raushauen, musst halt mehr Songs und so. Und du bist so, ja, aber ihr, also, es wird halt einfach nichts mehr zahlt. Der Wert von der Musik ist so zu einem Wasserhahn geworden, der einfach die ganze Zeit läuft. Ja, und Geplätscher. Ja, es ist einfach so, ja, es ist schon noch schwierig, finde ich. Vor allem ich frage mich, was mich bei den Streaming-Plattformen zum Teil ein bisschen stört, ist, dass es viel mehr das Gefühl gibt von, das vermeintliche Gefühl von Individualismus. Nämlich, wenn du irgendwie die Mix von der Woche los ist und was weiß ich, hast du das Gefühl, hey, ja, das ist ja, dank Algorithmen ist das ja Zeugs, wo ich für mich geil finde, oder? Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht 20% das und 80% sind, wer hat mehr Stutz zahlt, dass es dann auch bei dem Algorithmus noch in deine Playlist kommt, oder? Und das finde ich zum Teil, habe ich das Gefühl, ist früher in dem Punkt Musikbusiness wie transparenter gesehen. Und weißt, wie wird mit dem Traum Geld gemacht? Junge Leute, gerade so im Deutschrap, Leute, die irgendwie im Deutschrap Sachen rausbringen, die dann über Instagram so merken, okay, ich muss ja irgendwie jemanden erreichen, damit meine Musik Leute erreichen, dann schalte ich eine Werbung. Dann gebe ich Geld aus für die Werbung, okay. Ich meine, das hat man früher in einer Art auch gemacht, weil ich auch für so irgendwie Werbung, also man hat Geld investiert, so, damit die Leute auch die Musik annehmen. Dann kriegst du Nachrichten. Also so, wo ich das erste Mal über das... wenn ich das erste Mal auch mal Werbung geschaltet habe für einen Song, sind nachher diverse Anfragen so gekommen von Leuten, die sagen, hey Bruder, ich mache gerade eine Playlist und für 500, 600 Euro bist du dabei, damit garantieren wir dir 200.000 Plays und so. Logisch, und du bist so, ja, also, das würde natürlich schon noch gut aussehen, wenn neben diesem Song eine höhere Zahl steht. Ja. Und auf der anderen Seite denkst du, ja gut, aber wenn das in Playlisten landet, wo die Leute deine Musik dann auch gar nicht wirklich hören, sondern das sind einfach auf eine Art gefakte Streams, was bedeutet denn die Zahl überhaupt noch? Ja. Und wieso steht sie denn überhaupt überall die ganze Zeit? Weil das ist ja auch etwas, wo einem fertig machen kann als Musikerin, als Musiker, als generell. So, es steht überall immer die hohe Zahl. Ja. Es stehen, wie viele Likes hat das, es steht, wie viele Streams hat das. Du kannst immer nachschauen und immer vergleichen mit völlig absurden, man fährt völlig absurde Vergleiche anziehen. Eben, dann vergleichst du dich mit Leuten, die ein riesen Budget hinten dran haben. Und du bist selber aber ein Independent Artist, wo irgendwie alles, jede Rappe, wo in der Shit reinläuft, hast du selber verdient und gefunden, ich investiere das, weil ich mache das gerne. Und dann kommst du in eine, also das kann dich wirklich, ich glaube, also ich sag mal, also mich hat das zwischenzeitlich immer wieder so nachdenklich gemacht oder so auch upturned. Du hast ja keinen Bock mehr auf das Zeug machen, oder? Du, auf der, der,
eben das Algorithmen, du musst den Algorithmus füttern, ist so das, was ich dann immer gesagt habe. Du musst halt füttern. Und du bist so, also eigentlich hatte ich eine Albumvision mal gehabt und dann haben mir halt 100 Leute gesagt, Album, du musst erst mal den Algorithmus füttern und dann, weißt du, was ich meine? So, das kann dich echt abfucken. Und auch finanziell eben dann die ganze, das sind wirklich so Geier, dass die haben es zum Business gemacht, die Leute, wo den Traum haben, eine berühmte Rapperin, eine berühmte Rapper zu werden, genau abzufangen. Wie heißen die? Y-Kollektiv? Hast du das gesehen, wo sie einer sich selber quasi mit einem Hit will einkaufen, oder? Also überhaupt einen Hit produzieren und dann auf der irgendwie auf genau mit so Leuten, dann irgendwie, wo 100'000 Browserfenster gleichzeitig offen haben und auf deine Plays generieren und so. Und das ist schon spannend, weil das ewige eben Zahlen vergleichen etc., das dummerweise fängt das ja schon im Privaten an. Das fängt ja dann eben schon an bei, wie viele Likes hat mein letzter Post von Instagram bei jemandem, wo, glaube ich, wirklich persönlich, wenn ich nicht beruflich mit dem zu tun hat, ich wahrscheinlich Social Media mittlerweile, ich hätte es nicht von Anfang an abgewiesen, aber mittlerweile wahrscheinlich irgendwann gesagt hat, nein. Im Umkehrschluss, wenn ich nicht das beruflich machen würde, wo würde ich dann meine Bestätigung kriegen? Mm. Ich kriege sie, wenn ich auf der Bühne stand und kriege dort meine Bestätigung, brauche ich sie also nicht unbedingt in Like-Zahlen. Mm. Aber wenn ich das nicht habe, wieso habe ich es denn dort? Yeah. Und das hört nicht auf, das geht bis zu was weiß ich wo. Ne, oder? Ja, und dort gibt es dann halt auch einfach so krasse Aussagen von Leuten, die mega erfolgreich in dem sind, die dann irgendwann wo sagen, ey, im Prinzip der Mechanismus von den sozialen Medien und wie man deinen Kopf kann ficken, ist genau das gleiche, ob du 1'000 bist oder bei 200'000. Du musst deinen eigenen, oder bei 2 Millionen, whatever, du musst deinen eigenen Umgang damit finden, weil die Apps sind halt einfach so gemacht, dass sie dich süchtig machen, dass sie dir auch ein schlechtes Gefühl geben, ja? Yeah. Also sie können dir wirklich ein schlechtes Gefühl geben, wenn du die ganze Zeit in den Vergleich gehst. Und ich habe das Gefühl, darüber wird langsam geredet, es wird auch langsam relativiert und ich erlebe trotzdem aber noch ganz viel, wo auch immerhin mittlerweile ein bisschen offener, aber sagen sie, es fickt mich trotzdem immer wieder. Yeah. Also, immer wieder macht es mich dann doch auch einfach wieder so, es zieht mich runter, so. Irgendwie, wenn du dann kurz vorm Schlafen dann nochmal irgendwie auf Instagram plötzlich hast du wieder etwas gesehen, wo dich aus irgendeinem Grund irgendwie auch an deinem Selbstwert nagt. Also. Und dann finde ich so Aufruf dann auch gut, wenn Leute sagen, hört auf, den Leuten zu followen, wo euch die ganze Zeit ein scheiß Gefühl geben, wo Stories machen, wo dich neidisch, einfach nur, wo nur das wollen, dass du neidisch wirst. Also, hört einfach auf, diesen Leuten zu followen. Also. So, du kannst die sozialen Medien auch ein bisschen anders versuchen zu nutzen. Yeah. Oder einfach aufhören. Aber das ist dann eben die berufliche Komponente, die man halt auch noch hat. Also ist aber aus dem Grund habe ich jemanden, der mir hilft bei Social Media. Das heißt, hast du? Wie viel zahlst du? Ich kann dir nachher erzählen. Aber ist es easy? Ja, es geht. Also haben wir uns wirklich oft überlegt. Es ist relativ. Aber es ist eigentlich. Also aber weißt, liebe Leute da außen, das ist alles real. Ich mache alles selber. Nein, aber das ist eigentlich der Punkt. Nämlich, also weißt, es ist nicht so, dass ich nicht entscheide, was drauf geht, was der Text dazu ist, etc. Ja. Sondern es nimmt mir eben die Komponenten weg. Ich muss nicht effektiv auf das scheiß App gehen, Zahlen anschauen, andere Posts sehen. Also hängst du es gar nicht auf Insta? Nicht gross. Sondern wirklich, und dann so die politischen Aspekte, zum Beispiel, was letztes Jahr passiert ist, habe ich gefunden, Insta ist ja mega lang wirklich so nur oberflächlich gewesen. Yeah. Und dann ist so, spätestens letzten Sommer ist es mega politisch geworden in gewissen Bubbles. Aber ich würde sagen, generell ist Insta plötzlich politisch geworden. Yeah. Und dann habe ich auch gemerkt, da hat mir ein Kollege erzählt, der so unterwegs war und hat plötzlich eine BLM-Demo gegeben und er hat einfach so gesagt, hä? Wie haben sich die Leute formiert? Ja. Yeah. Wenn ist denn das passiert? Und ich so, hä? Was, wenn ist das passiert? Ah, du hast kein Instagram. Yeah. Du hast es einfach gar nicht mitbekommen, weil du nicht auf Insta bist. Aber. Also, weißt du, wie ich meine? Kriegst du kriegst lustigerweise
also ich zumindest, ich kriege es trotzdem mit. Also hat schon mal damit zu tun, ich bin in zwei, drei WhatsApp-Gruppen. Eine davon ist zum Beispiel vom Radio aus ein kreativer Chat, weißt, wo es darum geht, Inputs, was könnte man bringen, lalala. Das heißt, du kriegst eben, was wirklich gerade am Puls von der Zeit ist und was Menschen bewegt, das kriegst du trotzdem mit. Mhm. Ja? Du kriegst auch, beim ersten Lockdown bin ich ganz von Social Media weggegangen. Das heisst, auf einmal hast du einen Menschen, die dir Sachen schicken, weißt, einen Instagram-Link kannst du ja trotzdem aufmachen. Mhm. Auch wenn du keinen Account hast, nicht. Also das Bild siehst du trotzdem, das Video kriegst du trotzdem. Das heisst, irgendwie habe ich gemerkt, Social Media tut dich dann trotzdem noch begleiten, aber es tut dich halt nicht mehr consumen. Also ja, es beherrscht dich dann eigentlich nicht mehr. Ja. Und was ich habe, also kannst du auch noch beim iPhone kannst du das so einstellen, ich habe so Bildschirmzeit, Instagram. Ja, ja. Das haben auch alle und dann sind alle... 10 Minuten. Nochmal 15 Minuten. Ja, aber lustigerweise, weil ich schon nicht 10 Minuten verbrot mit irgendwie selber den Post machen und was weiß ich, habe ich dann 10 Minuten und das ist wirklich, manchmal sage ich so, okay, jetzt gehst du mal schnell. Mhm. Und weil du so fern bist und eben nicht konstant das machst, siehst du dann die ganz absurde Idee viel mehr noch. Mhm. Und mit dem meine ich nicht, ich bin über dem, überhaupt nicht, sondern es gibt dann, logischerweise gibt es dann mal etwas, wo ich so gesehen finde, naja, es gibt mir jetzt eigentlich gerade ein mega gutes Gefühl. Yeah. Definitiv nicht. Aber mein Ziel ist, mich von dem möglichst fest zu entfernen. Ja, ich habe gestern einen Film gesehen und da hat sich der eine ganz erschöpft, aus von 1945, ein britischer Film, yeah. Und dann hat sich so der eine Typ so aufs Sofa fallen lassen und dann hat das Telefon in dem Moment gelüttet. Mhm. Und er einfach nur so, oh. Yeah. Und ich bin so geil. Er hat gerade, ich glaube, er wollte ein Buch oder irgendwas führen und hat einfach nur chillen und hat sich so gestört gefühlt von dem Telefon, der Ring macht und so und jemand anlütet. Überleg mal, wie unsere Gedankengänge durch das Gerät permanent auch theoretisch unterbrochen werden. Natürlich ist es auch ein erweitertes Wissenstum. Man kann es ja auch gut nutzen, so, aber es ist auch, wie oft werden unsere täglichen Handlungen und auch Gedankengänge unterbrochen. Mega. Das ist ja mal, also das ist, ja, es ist crazy. Ich mache auch so Späße, ich mache es aus und überleg dann, wie oft lange es trotzdem an, herauszufinden, wie schlecht steht es um mich. Anscheinend machen wir es irgendwie 80 Mal am Tag. Keine Ahnung, ich glaube, es hat sogar eine Statistik, wo man kann sehen, wie oft man einmal entsperrt. Ja, ich weiß. Also was mir allein schon hilft, ist, wenn ich aufstand, mache ich zuerst mal Zeugs für mich und ich habe den Flugmodus immer noch drin. Mhm. Auch das hilft schon extrem. Plus, und dann irgendwann, wenn ich sage, okay, jetzt bin ich bereit, gar nicht, dann habe ich schon Kaffee rausgelassen, dann bin ich schon auf dem WC gesehen, habe vielleicht sogar schon geduscht, bin vielleicht sogar schon draußen gesehen. Und dann irgendwann, okay, jetzt kann die Außenwelt kommen. Okay. Ja, voll. Und gleichzeitig auch alle die Benachrichtigungen. Ich meine, wo Push der neue Shit war, vor allem was Nachrichten betrifft. Ich meine, früher noch, es gibt Menschen, die haben ja ich weiß noch, Paradebeispiel 9-11, mit unserer Zeitverschiebung ist bei uns irgendwie, glaube ich, 3 am Nachmittag gesehen, wo das losgegangen ist. Es hat Menschen gegeben, die haben ihren ganz normalen Arbeitstag gehabt, die sind irgendwie noch etwas einkaufen und so weiter und so fort. Und wo die irgendwie am 7. mit so oben heimgekommen sind, haben sie angefangen zu erfahren, was läuft. Weil irgendjemand hat es dann vielleicht mal am Fernsehen schon gesehen. So, also es ist etwas völlig anderes gesehen, wie wir dann Jahre später. Kennst du noch das Annex? Bin ich im Annex gesehen und es war Donnerstag oben gesehen und irgendjemand sagt so, hey, es ist so 2:30 am Morgen, hey, Michael Jackson ist gestorben. Mhm. Und ich so, was? Und er so, ja, schau da. Und zeigt so das Handy und dann ist es irgendein Push gesehen von einer Newsmeldung. Und dort habe ich zum ersten Mal gedacht, oh shit, das hat es noch nie gegeben in meiner Welt. Nee. Dass irgendwie auf deinem Handy um 2:30 am Morgen eine neue Nachricht kommt, wo du nicht erst am nächsten Tag sind schaffst. Beim Aufstock kriegst. Und jetzt ist aber so, keine Ahnung, wenn ich das letzte Mal Push-Nachrichten hatte, ich höre es ab und zu von anderen Leuten, es ist wirklich so, machen Sie den großen Einkaufstest. Mhm. Sind Sie eher Schnäppchenjäger oder
oder keine Ahnung, Pandemie-Horder oder was auch immer, weißt du? Das ist auf einmal eine Push-Nachricht. Und das ist eben schon, auch wenn du es 90 Mal machst, es ist eine Verschwendung, dass du einmal wegen dem es genommen hast. Mhm. Oder? Dann kannst du wirklich machen. Das ist das Äquivalent zum Telefonlüten 1945. Oh mein Gott. 1,5 Stunden haben wir gemacht. Crazy. Zum Schluss habe ich schon lange nicht gefragt, weil es immer Menschen gesehen ist, die ich gefunden habe. Muss ich gar nicht fragen. Bei Matteo macht es keinen Sinn, ihn zu fragen, was er macht, um sich gut zu fühlen. Er ist oft immer hässig. Aber bei dir, was machst du, um dich gut zu fühlen? Ja, so tatsächlich joggen. Joggen? Alter, ich glaube, ja, so. Oh, ohne Scheiß, du bist ein Jogger. Ich bin, also das Lustige ist ja, wenn ich unterwegs bin und Jogger sehe, yeah, denke ich mir immer so. Aber ja, ich bin auch, also ich habe ein anderes Outfit. Ich habe nicht das klassische Jogging, Angst, komisches Zeug, was so. Aber ich, und zwar ist es sehr lang. Also ich bin einfach, für mich ist das eine Form von Meditation, Musik und auch von Musik hören. Es ist, ich bin ungestört am Musik hören und am Rennen. Und das brauche ich immer wieder. Das tut sehr gut. Nice. Hätte ich jetzt, hätte ich jetzt nie gedacht. Ja. Ja, und danach das Bierle. Zum es wieder aufwägen, gell? Klassiker. Hey, Laurin, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Anytime. Du, schön. Zwei Exil-Basler, hä? Ja! Also, ich bin nur heute im Exil. Aber, für mich ist es auch immer noch recht Exil, so ist es nicht. Alles Liebe. Wenn es dann wieder losgeht, vielleicht dann auch erst im Herbst, ja. Viel Erfolg. Gleichfalls. Bis bald. Bis bald. Bis. Boop. Thank you.